Ich grüße euch, meine Freunde, hier aus dem Schatten von Schloss Hammerson. Und heute ist tatsächlich mal wieder so ein Tag, wo ich vom Aufnehmen irgendwie nicht genug bekommen kann. Und ja, das habt ihr jetzt davon. Jetzt müssen wir zusammen nochmal weiter eine Runde aufnehmen. Und ich suche hier die ganze Zeit, oh, und stelle fest, davon habe ich kaum noch, diese Pflastersteine. Und da habe ich auch nur noch sehr wenig von. Das ist jetzt blöd. Da müssen wir erstmal los. Jetzt muss ich mal gucken, das ist jetzt eine Behutsamkeitsschaufel. Die ist unpraktisch für diesen Fall. Die hat auch Behutsamkeit. Ist ungefähr die baugleiche von der hier. Weil... Ja, nehme ich mal Glücksschaufel. Ist auch egal. Ja, dann müssen wir nämlich hier mal so in das Umland gucken und uns noch so ein bisschen was von diesem Lehmzeug besorgen. Denn, eigentlich wollte ich daraus Kamine bauen. Na ja, gut, dann ziehen wir jetzt eben mal erstmal kurz los. Und schauen mal, was da hinten so los ist. Wir waren ja schon ewig nicht mehr auf der Rückseite vom Schloss. Dieses ganze freie, lange Grundstück hier, was ja alles noch mit Garten gefüllt wird. Hier irgendwo kommt denn die Hütte von dem Gärtner hin. Ja, das müssen wir alles noch bauen. Nur weil das Schloss da jetzt steht und ein Dach hat, der Turm ist ja auch noch nicht dran, heißt es noch lange nicht, dass wir hier schon fertig wären. Nein, 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 nein. Wir haben jetzt auf jeden Fall noch wenigstens 40 Folgen Zeit. Das ist so die Zeitvorgabe, die ich mir selbst gesetzt habe, dass ich das innerhalb von 100 Folgen fertig kriegen will. Eigentlich ein mutiges Unterfangen, denn es ist ja doch ganz schön was zu tun. Und hier sieht es so aus, als ob ich das schon geplündert hätte. Jetzt wurde es gerade etwas langsamer hier, warum auch immer. Ah, hier sind noch welche. Sehr, sehr schön. Uts. Was? So. Ja, alles klar. Reicht, wir können abziehen. Nein, natürlich nicht. Das Blöde ist ja, man muss das immer mal 4 nehmen. Bis man dann in dem Stand ist, was man braucht, also. In diesem Tümpel ist nichts mehr. Wenn überhaupt was drin war. Auch nicht. Aber eigentlich sind das hier ganz lehmreiche Gebiete. Allerdings auch viele Höhlen und Untiefen, da muss man echt so ein bisschen aufpassen. Da hinten ist ein bisschen was. Den sehe ich doch von hier. Ja, Rohstoffe und Ressourcen heranbringen. Auch das ist Teil unserer Mission. Und das Ziel der heutigen Aufnahme. Ich habe heute so einen Aufnahmemarathon irgendwie. Also, ich habe einfach so tierisch Lust auf Aufnahmen gerade. Es tut mir jetzt ja nur leid für euch. Da müsst ihr jetzt durch, ne? Boot mitnehmen sollen. Das wäre unter Umständen schneller gegangen. Ah, hier haben wir doch einen schönen Flecken. Das Bedauerliche ist ja, dass eine Glücksschaufel hier nicht viel bringt, also beziehungsweise gar nichts bringt. Mhm. Denn es kommt trotzdem immer nur 4 Klumpen, wollen wir sie mal nennen, raus dabei. Aber wenn dann zumindest reichlich Leben da ist, kommen wir auch schon mal ein Stück. Das ist eigentlich schade, dass dieser... Ich rede schon wieder beim Schwimmen. Dass dieser schöne Werkstoff Lehmklumpen, dass der so rar ist und man so ein schlechtes Verhältnis 1 zu 4 hat, um damit zu bauen. Sonst würde ich viel mehr damit machen mit Backstein gebauten Gebäuden, weil ich die eigentlich sehr schön finde.
So, da vorne war noch was, habe ich gesehen. So, wie viel haben wir denn jetzt? 7, das heißt, irgendwo ist mir einer entgangen. Ärgerlich. Können wir ein bisschen was von der Erde zurückstellen? Vielleicht taucht da noch einer auf. Nein? Schade. Noch hier in dem Schmodder rumgehangen. Hier ist eh schon alles geplündert. Ich gucke nochmal auf dem Rückweg da lang, ob... Oh. Oh, oh. Zum Glück brennt's nicht. Da habe ich mich jetzt aber verstiegen. Ganz verschwiegen habe ich mich da verstiegen. Das ist nicht wieder ein wunderbares Wortspiel. Ja, nee. Oh, und schon kommt die Nacht herein. Da ist er, da ist er, da ist er. Ich habe den Klotz gefunden. Na, zumindest das noch. Dann machen wir eine kurze Feldrast. So. Ja, zumindest dieser eine Klotz noch aufgetaucht. Sehr schön. Und schon ist auch wieder ein Viertel einer Folge rum. Drittel, Drittel. Eigentlich fast die Hälfte. Und wir haben noch nicht mal angefangen, wa? Was? Das eist du mich voll hier. Den Schleichweg zurücknehmen kann hier. Wie ein Elf über die Baumwipfel. Ja, manchmal kriege ich so komische Ideen. Aha. Da muss ich nochmal zu lang jetzt. Kann nicht schaden, da ein bisschen mehr von der Tasche zu haben. Geräusch. Sind hier gar Kavernen herunter? Ich kann übrigens so gut mit euch sprechen, weil ich so einen schönen Atmungshelm habe. Die Sicht verbessert sich in der Shader-Ansicht zwar nicht, aber... Luft kann ich trotzdem lange halten. Wasser nicht ganz so lange. Haha. So. Na komm, also jetzt... Das erinnert mich ja an meine allerersten... Meine allerersten Ausflüge ins Dreiebenland, als ich als Praktikant für Opa Zeron vor vielen, vielen Jahren inzwischen geholfen habe, Lehm abzubauen. Ja, das war tatsächlich meine erste Berührung mit dem Dreiebenland. Ich war zu Gast. Mit einer Schippe
in den Sümpfen, die jetzt im Prinzip Moorbrück sind, da haben wir Lehm gebuddelt, ganz viel. Genau wie jetzt. Um daraus schön Backsteine zu formen. Praktikant war ich ja nicht, sondern ich war ja so ein... Wie hießen die damals, die Tagesgäste? Das war ja keine 7-Tage-Hundskrab-Aktion oder so. Ja, ich weiß auch nicht mehr. Ach, hier sind wir. Alles klar. Hoppa. Na, hier nervösen Hoppelasen. Gackernden Hühner. Ach schön, so kann man wenigstens jetzt... Kommen wir so zurück, dass wir einen schönen Blick auf die Häuser werfen können. Und wie sie jetzt geworden sind. Das Haus am Kornfeld hat jetzt komplett sein Dach bekommen, einmal rundherum, wie ihr hier sehen könnt. Und auch das blaue Bauernhaus hat jetzt ein Dach und einen ziemlich hohen Schornstein. Und ist somit auch komplett. Und so hat man also, wenn man jetzt hier reinkommt, wirklich eine schöne Komplettansicht. Naja, bis nicht ganz. Das Ding da, wo dann die Kutschen reinkommen. Ich vergesse immer den richtigen Namen dafür. Remise oder so? Ich glaube Remise. Die muss halt noch so. Dann gehen wir jetzt aber mal schnell hier in die Schmiede rein und brennen. Das reicht gerade noch so. Dann ist der Ofen leer. Da. Soll ich das erste Mal alle Öfen voll und das reicht noch nicht mal. So, hier noch einen rein, dann packen wir den Rest mal kurz hier hin. Naja, die Tonklumpen sollten auf jeden Fall dann erstmal ausreichen. So, das Ei schmeiße ich mal weg. Mit dem Risiko, dass ein Huhn gekommen wäre. Kam aber nicht. Ja. Da wir jetzt noch nicht mit den Öfen-Dingern, hier kommt einer hin, da kommt einer hin, anfangen können, dann machen wir was anderes. Nämlich, dann gehe ich hier mal kurz in die Sägerei. Wir brauchen Eichenholz, Schwarzeichenholz. Nehmen wir mal gleich ganz viel von mit, weil davon brauche ich mehr. Und Eiche. Nicht ganz so viel. Ich möchte auch ungern die ganze Holzkiste hier plündern. Mach's aber trotzdem. So. Dann können wir nämlich nochmal kurz hier zur Werkbank. Soll erstmal reichen. Ne? Wollen die Birken hier gar nicht wachsen? Ist euch zu schattig? Dann kann ich nämlich mal kurz überbrücken das Ganze, indem wir hier einfach anfangen. So, mal gucken, wie lang wir die machen. Machen wir die gesamte Länge lang? Das wäre ein bisschen viel. 1, 2, 3. Vielleicht auf diese Höhe, einen davor sozusagen. Und das gleiche auch hier.
Habe ich da nochmal eine Werkbank? Das habe ich schon befürchtet. Ich bin noch nicht so sicher, wie ich das gestalte jetzt hier. Und zwar, um euch da nicht länger im Dunkeln zu lassen, was hier hinkommt, ist, sozusagen die Reitsportarena. Zumindest eine davon. Auf der anderen Seite kommt auch noch eine. Soll auch gar nicht so hoch sein, also so viele Leute sind hier auch nicht zu erwarten. So, und zwar aber doch so ein paar nette Ränge, wo die Leute sich dann halt draufsetzen können. Und den Streitern bei ihren Ritterspielen zuschauen können einfach. Wrong. Reinkommen, so ist dann der Plan. Oh, ist schon wieder so dunkel. Na, ich muss eh noch mal Holz holen. Schlafen kann ich nur des Nächtens, aber laufen kann ich immer. Aber jetzt machen wir quasi ein, zwei Folgen so ein bisschen Reste arbeiten. Den Rest von dieser und die nächste und dann. Dann geht das munter. Wo ist mein Bett jetzt hin? Was? Ah. Das hat sich kurz unsichtbar gemacht. Schelmisches Bett das. So, nehmen wir das mal so mit. Und ein paar Zäune kann ich eigentlich auch noch schnell einpacken. Denn ihr wisst ja, was man nicht im Kopf hat, das muss man in den Beinen haben. Das habe ich alles hier reingetan. Nehmen wir mal so mit. Wie gesagt, einfach eine kleine Tribüne und hier kommt auch noch eine hin. So habe ich das hier gemacht, den Weg davor. Ist egal, hier kommt er dahinter.
Eigentlich schon einen zu mächtig, oder? Denke ich mir auch gerade. Wie gesagt, so viele Plätze brauchen wir hier gar nicht. Ich brauche eher noch ein bisschen Platz hier für den Zugang. Also nochmal schnell weg das Ganze. Kann ja nicht schaden hier. Ja, auch mal die Werkzeuge müssen ja frisch bleiben und benutzt bleiben, ne? Ja, hör bloß auf. Dass ich alles an Werkzeug verballere. Diese ehrenwerten Projekte. Ich mir da so ausdenke. Macht man das überhaupt ganz zu oder lässt man das hier offen? Ich würde es ja eigentlich offen lassen. So, eine Tribüne ist ja auch wirklich nur. Ist ja nur eine Tribüne. Genau, kann man hier so stehen und sitzen, wie man das so möchte. Was eigentlich, wenn ich die weghaue? Kann man hier trotzdem hoch und runter und hat hier vorne aber mehr so Stehplätze, oder? Okay. Machen wir auch so, denn die Leute sollen nicht unbedingt hier drauf springen können. Aber sie sollen gucken können, wenn hier gereidert wird. Das reicht ja so auch völlig hin. Ja, da schaut's her. Jetzt haben wir eine kleine Doppeltribüne. Gucken, wie das auf der Karte sich macht. Nicht besonders auffällig. Da kommt dann noch ein Fußweg hin, den werde ich jetzt aber nicht klöppeln. Und dann war's das für diese Aufnahme. Und in der nächsten machen wir hier auf der Seite schnell eine Tribüne hin. Vielleicht ändere ich das mit dem Weg auch einfach nochmal. Weil so ist ja schon irgendwie praktischer. Gut, liebe Freunde, macht's gut, ihr süßen Pferde, macht's gut, ihr süßen Zuschauer da draußen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.